Bei der Amt. Pancho, ich begrüße Sie. Und da. Wir haben ein Problem mit den Bäumen. Mit den Bäumen? Richtig. Ja. Ja, wir kriegen das nicht alles aufgeladen, ne? Ja. Jetzt haben wir das Problem. Ja, dann müssten Sie die Forstverwaltung anrufen, junger Mann. Ja, das Problem ist, wenn wir die Forstverwaltung einschalten, kriegen wir ja Ärger. Warum das? Ja, wir sind ja hier die Maibäume am Schlagen. Ja, dann müsste aber doch der zuständige Förster dann noch da draußen bei Ihnen sein. Oder sich zumindest mal sehen lassen ab und zu. Wieso? In welchem Revierbereich ist das denn? Sophienhöhe da. Sophienhöhe? Wir sind ja hier die Bäume am Schlagen. Ja. Für den Mai. Ja. 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 Weil wir haben jetzt hier, sag ich mal, 50 abgesägt. Ja. Ja, dass sie da irgendwie Hilfestellung leisten. Inwiefern? Soll ich jetzt da mit dem Trecker hinkommen oder was soll ich da machen? Richtig. Ja, ich habe auch keinen Traktor. Wieso? Dann hey, ich hab nur einen ganz normalen Pkw, da krieg ich keine 50 Maibäume rein. Dann müssen wir ein paar Mal fahren. Ja. In welcher Ecke sind Sie denn da auf der Sophienhöhe? Ja, da ist unten am Fuß, sag ich mal, ne, bei der Anfahrt. Aha. Und das Problem ist, wir müssen uns ja auch beeilen, bevor uns einer sieht. Ja, richtig, das ist korrekt. Ja, das ist ja alles, sag ich mal, auch zum Teil Naturschutz. Eben, richtig. Na? Richtig. Aha. Haben Sie denn eine Telefonnummer? Dann ja, müsste ich ja mal gucken, ob ich sie zurück erreichen kann gleich. Ja, ich muss ja da halt festmachen mit dem Trecker. Ja, ich rufe hier vom Außenapparat an, ne? Hier ja, ist so ein Notapparat ist hier. Ja, der hat doch eine Apparatennummer. Gucken Sie mal. Warten, was steht denn da für eine Nummer drauf? Warten Sie mal. Ja. Ja, kannst du hier lesen? Pass mal auf mit dem Bagger! Mann! Muss ja aufpassen! Ja, man kann das nicht mehr lesen. Ist ja abgegangen. Ja, wo steht der Apparat denn? Ich muss ja irgendwo einen Anfahrtspunkt haben. Am Häuschen. Ja, an welchem Häuschen? An dem Wetterhäuschen oder wo steht der? Richtig. Ja, passen Sie auf, dann bleiben Sie da. Ja. Ich gucke, dass ich einen Trecker arrangieren kann, ja? Ja. Und da komme ich mit dem Traktor vorbei. Ja, das ist gut. Warten Sie mal kurz, ich hole meinen Kollegen. Ja. Wir haben gerade einen Anruf von einer männlichen Person. Der meldet uns im Bereich der Sophienhöhe wurden gerade im Moment etliche Maibäume geschlagen. Direkt vorne nehmen. Oder wirken. Schlägt noch zwei ab! Hallo, sind Sie noch dran? Ja, Herr Pankow. Wie viele Stück haben Sie denn jetzt zusammen? Ja, also, ups, da kam wieder einer. Ja. Ja, wie viele sind das? So 55. 55 Maibäume. Ja. Ja, wir müssen ja wissen, wegen dem Traktor, wegen der Stückzahl, dass wir irgendetwas haben. Ja. Ja. Dass mir die Menge da haben, ne? Ob jetzt ein Hänger, kommen wir mit einem Hänger aus oder müssen wir zwei Hänger haben? Weiß ich nicht. Ja. Warten Sie mal. Lässt noch einen ab! Jawohl, dann geben wir dem Traktorfahrer einen. Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, Sie bleiben da und ich schicke den Trecker jetzt hin, ja? Ja. Und dann gucken Sie, machen Sie auf sich aufmerksam, damit der Treckerfahrer Sie auch findet. Wie denn? Ja, gehen Sie mal zur Straße, zum Hauptbereich und winken Sie dann. Der sieht Sie. Sollen wir so eine Art Feuer machen mit Rauch? Ja, ja, machen Sie eine Art Feuer mit Rauch. Das ist am besten. Alles klar. Gut. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss, Herr Pankow.